Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren, ja schon wieder einem neuen Video über den Hack von MiaTom94 und XSH. Und ich demonstriere euch jetzt einfach mal, wie man mit unserem Hack auf Insanity Five leveln kann. Wir stellen uns dazu erstmal einen neuen Charakter, den nennen wir mal hier, sollen wir den nennen? Ein männlicher Charakter und irgendein toller Name. Toller Name. So. Okay. Wusste ich doch, dass der nicht vergeben ist. Woher bloß? Wie auch immer, ihr werdet im Verlauf jetzt sehen, was sich alles geändert hat in unserem Hack. Ich sag euch direkt zu Beginn, ich werde jetzt erstmal ein paar Items erstellen mit unserem Hack auf Insanity Life. Nämlich erstmal Inventar öffnen. Ich habe hier so eine Liste, also nicht wundern, dass ich hier die ganzen Sachen immer reinkopiere nach und nach. Zum einen stellen wir uns den da. Dann erstellen wir uns den da. Dann erstellen wir uns den da. Und wir stellen uns jetzt quasi erstmal ein paar Items, mit denen wir uns das Leveln extrem erleichtern können. Das gehört ja zu unserem Hack dazu. Und das bedeutet einfach, jo, Spaß. Ihr seht, wie sich nach und nach Items in unser Inventar begeben. Und dieses Scroll hier hätte ich vielleicht ein paar mehr erstellen können. Aber viel mehr brauchen wir auch nicht, da ich euch sowieso nur vorhabe, maximal eine Stunde hier zu zeigen. Maximal. Wahrscheinlich wird es sogar weniger. Ich stelle hier ein paar Sachen. Wir werden übrigens einen Bogenschützen spielen. Ich weiß gar nicht, ob ich als Bowjester einen Ultimate Guardian Bow tragen kann. Hier ist nur für Ranger. Ich weiß gerade gar nicht, ob wir uns überhaupt einen Ranger machen sollen oder eher einen Bowjester. Aber ich würde sagen, wir widmen uns erstmal dem Bowjester, weil da haben wir mehr Crit und da können wir das Cruiser-Set gut ausspielen, das wir uns gerade erstellen. So, wir haben uns Items erstellt und zuallererst drei Amplifications, damit wir 2,5-fache AP kriegen, dann die ganzen Lord-Buffs. Cheer erhöht unsere Experience-Item-Drop-Rate, Lord's Blessing erhöht Angriffs- und Verteidigungspower, alles dazu um 15 und wir kriegen eine super Shout-Farbe, die wir noch nicht benutzen können, weil wir noch nicht shouten können. Wir ziehen das Lord-Set an, da das uns ordentliche Boni gibt und nehmen wir das Cloak of Bravery. Ja, wir nehmen das Cloak of Bravery. Es hat alles dazu plus 7, Speed plus 15% und HP plus 10%. Außerdem nehmen wir noch diesen Wortausbuff, mit der uns weitere 5% EP gibt. Gut, damit sind wir mit dem Anfang bereits fertig und ich würde sagen, wir gehen mal zu Abels. Dazu klicke ich hier doppelklickt auf den Boden und bin hergeportet. Na, tolles neues Feature, ne? Kennt ihr vielleicht noch aus Automaton oder ähnlichem. Danke, ich bin Level 9. So, jetzt gehe ich mal hier nach Always Strongest Attack, ist selbstverständlich an, sodass wir heftigeren Schaden machen. So, hier sind nur Bo-Danks, wir gehen mal hier hoch. Die Map ist ungewohnt, weil Insanity Life ist generell ungewohnt für mich. Puke, Puke wollen wir nicht, wir wollen da oben hier ein paar La-Wolfs. Hier, lass mich mal da hoch. Und da sind wir bei einem La-Wolf, oder bei diesem La-Wolf, mir egal. Ich öffne mal wieder dieses Menü hier. Und öffne noch unser Stat-Menü, sodass wir uns da unsere Stats eintragen können. Ach, ich habe ganz vergessen, uns Buffs abzuholen beim Buff-Pain. Aber ich glaube, das wird jetzt auch, werden wir einfach gleich machen. Okay, wir sind Level 15, können wir, die Stats in der STR können wir uns sparen. Gehen wir mal hier runter. Ich glaube, hier sind Job-Changes auf Insanity Life. Sag mir nicht, ein bisschen die Quests machen. Okay, gehen wir mal nach Darkon. Ich öffne mal kurz hier unser Positionsmenü. Darkon 2 City. Schreibe ich hier unten in unsere Position rein und klicke auf Teleport. Komm schon. Mach mal bitte. Danke sehr. So, die Positionen können wir wieder schließen. Da können wir uns auch direkt die Buffs mitnehmen. Lalalalalalalalala. Buffs haben wir. Dann fehlen uns jetzt noch, wo war der Acrobat Master? Der war da hinten irgendwo, ne? Komm, dahinter. Danke. Da ist er. Acrobat Trainer. Ich hoffe, ich muss jetzt nicht die Jobquest machen zum Acrobat, sonst werde ich verrückt. Ja, muss ich jetzt wirklich... Ja, ich muss tatsächlich 10 Small Abets töten. Das machen wir jetzt. Melee Attack Target. 1. Das war Magic Attack. Ja, ihr seht in dem Menü hier drin, ich habe Range Attacks eingebaut und Magic Attacks. Die funktionieren jetzt auch mit Always Your Strongest Attack und so weiter. Komm, sterbt Abets. Du da auch, da hinten. Und du da auch. Und wir brauchen noch einen. Die Drops, ich hätte mir jetzt noch ein Pet erstellen können, aber ich bin jetzt zu faul, die ID noch rauszusuchen. Also heben wir manuell die 5 Twinkle Stones, waren es, glaube ich, die wir brauchen dann. Okay, dann gehen wir wieder zu unserer Stadt hier. Stand ja da, dass wir da hin müssen. Und mit wem müssen wir eigentlich jetzt reden? Ich habe die Acrobat-Quest gar nicht mehr so sehr im Kopf. General, First Job Challenge. Wir müssen mit Acrobat-Trainer Hand reden.
Und der ist, glaube ich, da hinten gewesen. Da hinten. Da vorne hin, bitte. Danke. Und dahin, bitte. Dahin. Danke. Questfenster sind leider im Weg. Danke. 10 Twinklestones. Will der mich verarschen? Ah, super. Egal, wir müssen dann mit dem nächsten reden. Wir teleportieren uns mal schnell nach Flaris. Komm schon. Danke sehr. Twinklestones sammeln. Da hoch, bitte. Doppelklick auf die Map funktioniert übrigens auch zum Porten. Wie ihr schon gesehen habt. So. Einen Twinklestone brauchen wir noch, nachdem wir den hier aufgehoben haben. Nämlich den dieses Abit hier gleich droppt. Und da haben wir ihn. Hurra, dann gehen wir wieder in die Stadt nach Darkon. Wir müssen jetzt mit Pyre raiden. Raiden, sag ich schon. Reden. Akrobat Typi Pyre. Da steht er. Und das ist Fire Equipment Weaponry, High Dwarf Pits. Ah, jetzt kommen wir nach Flaris. Flaris. Danke sehr. Und jetzt gehen wir mal hier nach oben mit Minimap-Doppelklicks. High Dwarf Pits waren da hinten. Oder? Ja, da waren sie. Perfekt. Teleportieren wir uns dahin. Mit wem müssen wir reden? Dem da. Du gibst mir jetzt bitte den Weapon. Okay, jetzt müssen wir wieder nach Darkon. Will uns doch verarschen, das Spiel. Ich hasse die Acrobat-Job-Quest. Das habe ich mir ausgerechnet ausgesucht, Acrobat zu machen. Ja, ihr könnt es euch sicher denken, ich wollte euch lediglich demonstrieren, wie das funktioniert mit Bogen und so weiter. Was muss man jetzt machen? Ach, wir müssen noch Shuriature, wie auch immer dieses Fieder heißt. Shuriature. 12 SCR noch bitte. Danke sehr. Ja, wie ich schon vergesslich bin, ist eine ganze Weile her bei mir mit Flife übrigens. Komm schon, dahinter möchte ich. Dahin. Perfekt. So, dann reden wir mit der da. Und wir sind Acrobat. Das wurde aber auch Zeit. 28 Decks bitte. Danke sehr. Position mache ich mal weg. Hier, Range Attack, wenn das passt, müssen wir uns noch einen Bogen suchen. Also gehen wir mal wieder nach St. Morning, würde ich fast sagen. St. Morning gehen wir. Menü öffnen, St. Morning. Hm, komm schon. Mach mal bitte den Teleport. Danke sehr. Wow. Da hinten waren die Weapons. Und, ja, es gibt eine leichte Verzögerung, wenn man das Teleport-Packet absendet, aber das, denke ich, kann man mitleben. Verwerben Balrocks, Acrobat, Bogen bitte. Not enough Penya will er mich verarschen. Ich verkaufe hier mal so ein Ultimate Guardian Bow. Brauche ich nicht als Jester. Ja, so. Ultimate Guardian Bow für einen Greenton Bow. Wer würde das nicht machen? Ich meine im Ernst. Ich meine, wer braucht schon so ein Ultimate Guardian Bow? Jetzt müssen wir zum General Händler, um uns noch ein paar. Da hinten ist er. Um uns noch ein paar Sachen zu kaufen, nämlich Pfeile. Maximum bitte. Danke sehr. Ich glaube 9.999. Ach, ich muss erst den Bogen ausrüsten. Müssten ausreichen. Und wir leveln jetzt hier unten mal. Banks. Boss Bang. Stirb Boss Bang. Ich habe übrigens auch hier Always Maximum Damage drin. Also ich kann das mal ausschalten. Always Strongest Attack mache ich mal weg. Jetzt greife ich hier so einen Bang an. Ihr habt es vorhin gesehen, da haben wir so 600 Schaden gemacht, jetzt machen wir nur 355. Schon ein ganz schöner Unterschied, wenn ich das hier wieder reinmache. Dann müsste ich jetzt mittlerweile sogar mehr machen. Also wenn ich das reinnehme, mache ich 800 Schaden. Also das ist mehr als das Doppelte, was man dann macht. 18 Punkte in Dex drin. Wir sind Level 24, wir teleportieren uns jetzt mal hier runter. Und besiegen einen Mia. Oder eine Mia, keine Ahnung. Komm schon. Also man macht wirklich gewaltig mehr Schaden dadurch, dass man, wenn man dieses Always Strongest Attack aktiviert. Wirklich gewaltig, das ist abartig. Level 27, glaube ich, bewege mich mal hier runter zu Giggleboxes oder so. Bitte, Giggleboxes, du da. Wir werden in Zukunft dann, wenn es zu heftig wird mit den Gegnern, werden wir uns dann wohl oder übel das Attack Pack manuell absenden, sodass es fixer geht. Wir sind Level 31, wir können noch eine Gigglebox töten, das wird uns kein, Red Mantis. Hier. Also ihr seht, man macht jetzt schon unglaublichen Schaden auf dem Level. Allein schon wegen diesem Always Strongest Attack. Wir sind Level 34, da können wir glaube ich schon zu Card Puppet Center. Hier runter bitte. Danke sehr. Card Puppet. Level 42, ja, ist kein Problem. Komm schon. 30% Critical.
Woher haben wir denn die 30% Critical? Na egal, ich finde das praktisch. Nehmen wir noch die Penya mit dir. Die bringen uns sowieso nicht so viel. 39% haben wir. Nochmal 10 Decks hinzufügen. Und die nächste Manager-Card-Puppet umbringen. Danach können wir schon nach Darkon und uns mit den, weil wir töten jetzt noch ein oder zwei von den Viechern und danach schlagen wir uns mit Steamwalkern rum. Wir schlagen uns mit Steamwalkern rum. So, noch eine. Und dann haben wir's. Machen mehr Decks. Und du krepier bitte, Manager Card Puppet. Danke sehr. Okay, Level 44, dann teleportieren wir uns mal nach Darkon 1 zur Aeron's Factory. Teleport. Ach, ihr seht übrigens, wir sind jetzt kleinzeitig als Admin geauthed. Das ist ebenfalls ganz praktisch, da wir die unsichtbare Leute, Gegner und so weiter sehen können. Und auch das Debug-Menü, das benutze ich gerade mal. Ich mache mal die Collision aus. Wenn ich die ausmache, seht ihr, ich kann einfach durch alles durchrennen, wie ich möchte. Aber das nur am Rande. Wir kämpfen mal gegen... da hinten möchte ich hin. Danke. Nee, das, da wollte ich doch nicht hin. Hier oben. Da oben. Bin ich noch in-game? Ja, ich bin noch in-game. Ja, es ist manchmal ein bisschen schwer zu erkennen, ob man noch in-game ist oder ob es einen Deceit hat. Ich bin eigentlich der Meinung, dass ich die ganzen DC-Bugs ausgemerzt habe, aber sicher kann ich nie gehen. Daher probiere ich das immer wieder. So. Steamwalker. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich finde das übrigens witzig, dass hier, wenn man in Crit landet, immer Own steht beim Gegner und so. Und dass es nicht die Standard-Block-Dinger sind. 48, das ist praktisch. Jetzt können wir unser Cruiser-Set anziehen. Und wir werden wahrscheinlich dadurch ein ganzes Stück stärker werden. Und sobald wir Level 60 sind, haben wir dann auch endlich einen neuen Bogen, der uns weitere 20% Crit verspricht. Ja, ihr seht, wir machen schon ein ganzes Stück mehr Damage. Das liegt aber wahrscheinlich daran, dass wir einfach nur mehr Level-Ups bekommen haben. Oh, ein Aggro. Aber das ist uns relativ wurscht, da wir das Lordset tragen und so weiter, kriegen wir so gut wie keinen Schaden, wie ihr seht. So, 4 nochmal dazu. Und wir haben durch die ganzen Effekte, die uns Stats dazu bringen, so extrem hohe Stats, das ist krank. So, wir teleportieren uns dahinter. Nicht deceit. Ne, bin ich nicht. Ich denke immer, ich bin deceit, weil das Teleport-Packet auf sich warten lässt. Das Problem ist, dadurch, dass ich den Client hooke, kann ich nicht einfach etwas an Client sofort senden, sondern muss immer auf das nächste Server-Packet warten, mit dem dann zusammen das Teleport-Packet an den Client geschickt wird. Das heißt, wenn ich Teleport drücke, werde ich erst dann teleportiert, wenn der Server das nächste Packet an die Nodes sendet. Deshalb dauert es manchmal ein Weilchen, bis der Port triggert. So, nächster. Bitte. 4 Points in Dex. Ihr merkt, ich habe einen Ohrwurm von den Schlümpfen. Driller, krepiere. Und ich glaube, wir können schon gleich wieder zu nächsthöheren Monstern gehen. Komm schon, krepier jetzt. Endlich. Endlich, endlich, endlich. Mehr Dex, mehr Dex, mehr Dex, mehr Dex, mehr Dex. Können wir uns schon mit Cranes anlegen? Ja, wir probieren es einfach mal. Dadurch, dass wir das Ding ins Set haben, dürfte das eigentlich kein sonderlich großes Problem sein. Ihr seht auch, hier oben haben wir die Debug-Anzeige von GM und so weiter mit der Health. So, wir sind Level 58, Mann. Giant Crane, weg mit dir. der kam gerade überraschend. So, Small Crane Machinery. Ich will endlich Level 60 sein, dass ich den bescheuerten Bogen anziehen kann. Wobei, mir es auch in den Fingern juckt, Ranger zu werden. Ja, wir sind Level 60. Soll mal Ranger oder Bowjester werden. Crit haben wir auf jeden Fall sehr viel, dadurch, dass wir den Guardian Bow haben. Ja, ich würde sagen, wir machen Ranger. Ranger ist cooler, ohne Spaß. What the fuck, du, machen wir da gerade für einen Schaden? Ja, ich würde sagen, wir machen Ranger, da haben wir auch ein bisschen mehr Bonus und können uns einen Ultimate Guardian Bow anziehen. Das auch wiederum sehr viel Schaden dazu bringt, den stelle ich mir gerade nochmal neu her, weil wir den da vorher beim NPC vertickert haben. Upcutstones, ah, die habe ich ganz vergessen. Cool, dass wir die durchs Event kriegen. Scroll of Velocity und Upcutstone bitte auch noch aktivieren. Danke sehr. Und jetzt, sag mir nicht, wir müssen jetzt die Ranger-Quest machen. Okay, das machen wir aber trotzdem. Wird wohl nicht so schlimm werden. Teleport to Darkhorn City. Wo sind die ganzen Quest-Heinis? Ich glaube, da stehen sie irgendwo. Ja, da hinten. Dann lass mich mal dahinter. Nee, nicht Jester. Ich möchte Ranger sein. Ranger Master. Elif. Elif, Elif, Elif. Show me what you can do, and I might consider allowing you to continue on the path of the Ranger Hero. Bisschen Roleplay muss sein. Second job change, successor of the Hero Master. 20 Driller töten. Will er mich verarschen, ey? Wie auch immer. Darkon 1 bitte. Her damit. Komm schon. Danke sehr, danke sehr. Geh mal hier hoch. Wir haben so viele Scrolls drin, noch zusätzlich jetzt mit der Upcutstone machen wir so derben Schaden, das ist geil. So, Driller, du... Ach, wir müssen normale Driller töten, ne? So, normale Driller waren da hinten irgendwo. Ich pot